Herzlich willkommen zum perfekten Band-Dinner, das Finale. Und das hier sind unsere Kandidaten. Bei Melinda und David gab es italienische Küche. Hoffentlich reicht das für alle, hoffentlich werden alle satt. Ich bin nicht satt geworden, so richtig. Leider, ein bisschen zu wenig. Am nächsten Tag wurden die Gäste asiatisch verwöhnt von Luna und Robin. Nachspeise war ein bisschen zu trocken. Außen war es dadurch ein bisschen trocken. In der dritten Folge ging es mit Janis und Mariana nach Griechenland und das hat die Gäste komplett umgehauen. Gibt's Kritaraki-Salat? 10 Punkte. 10 Punkte. War der beste der ganzen Woche, fand ich. Heute freuen wir uns auf das vielleicht perfekte Dinner von Tim und Hannah und mit welcher Strategie sie versuchen, 30 Punkte zu erreichen. Alter, geil. Also was man ja erstmal jetzt schon mal sagen kann, es ist ein sehr authentisches Menü. Carlos heißer Verde und Joghurt. Hello. Oh mein Gott. Uns ist der Finalabend. Wir haben uns auch was ganz Tolles überlegt. Ganz besonders. Wir können aber jetzt darauf noch nicht näher eingehen. Nee. Wir haben auch keine Einkaufsliste dabei. Aber es wird, wie sagt man so gut, legen. Der. Was wäre das perfekte Band-Dinner ohne ein Besuch beim Markt? Also begleiten wir Hanna und Tim und schauen ihm über die Schulter, was sie beim Markt besorgen werden. Ja, ist das hier nicht der schönste Markt auf der Insel? Das ist der schönste Markt der Insel. Kommt alle gerne vorbei, jeden Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Sehr schön. Und wo geht's zuerst hin? Wir sind auf der Suche nach frischen Tomaten für Robin. Wir brauchen eigentlich gar nichts hier auf dem Markt. Das stimmt gar nicht. Wir brauchen Rucola, Salatkorb, rote Beete. Finden wir die hier? Also Hannah hat, glaube ich, jetzt gerade wieder was anderes vorzukochen. Nein. Okay. Ja, man merkt, wir sind uns immer noch nicht so ganz einig. Okay. Ihr habt ja noch einen ganzen Tag Zeit zum Überlegen. Ich glaube, da geht's lang. Ja, mal schauen, ob ich ganz heimlich auf die Menükarte blicken kann. Oh, erwischt. Euch beiden den Einkauf im Überblick. Ich hab das im Überblick. Was mit Geld zusammenhängt, hab ich im Überblick. Ja. Ist euer Einkauf vollständig oder fehlt noch etwas? Ja, wir suchen noch ein, zwei Spezialitäten, aber dann dürfen wir eigentlich schon alles haben. Hefe brauchen wir und Weizen brauchen wir. Nein. Hefe. Ich glaube, wir haben alles bekommen. Gehst du es im Kopf nochmal durch? Ja, ich gehe gerade im Kopf nochmal durch. Nee, ich glaube, wir haben alles bekommen. Fiona. Stimmt. Wir haben glücklicherweise alles bekommen. Richtig gut. Wir müssen am Dienstag nochmal kurz in den Supermarkt für ein, zwei Dinge, die es hier nicht gab. Wir brauchen noch Mehl und Hefe. Wir wollen jetzt aber auch nicht so viel verraten. Genau. Deswegen, lasst euch überraschen. Das kann nur gut werden. Mhm. Auf welchen Gang freut ihr euch am meisten? Auf die Nachspeise. Ja, ich mich auch. Ja, die wird richtig gut. Die wird richtig lecker. Rezept teilen wir gerne mit euch. Mhm. Hat es, glaube ich, so im deutschen Fernsehen noch nicht gegeben. Cut! Also dann bis nächste Woche. Tschüss. Immer. Ja, dann wollen wir hoffen, dass beide beim Kochen genauso viel Spaß haben wie hier auf dem Markt. Möge das Kochen beginnen. Hallo, das Fernsehen ist da. Hi und herzlich willkommen zum perfekten Band-Dinner. Heute mit Hanna und Tim. Darf ich reinkommen? Komm rein in die gute Stube. Hallo. Komm rein in Anton. Ach, wie gemütlich. Vorbereitungen laufen schon? Sind im vollen Gange? Vorbereitungen haben heute Morgen angefangen. Mir riecht das gut hier. Erzähl mal, was machst du denn da? Darf ich dir das schon erzählen? Mir darfst du all deine Geheimnisse vertrauen. Haben die anderen das auch gemacht? Ja, die anderen haben das auch gemacht und haben mir erzählt, was es zu essen gibt. Bitte? Und was sie so machen. Seid ihr denn in Zeitdruck? Nö. Hab euch doch angemerkt, dass was los ist. Der steht vorne. Tim, du stehst da wie Obelix über dem Topf. Was machst du denn die ganze Zeit? Das
Selbstgemachter Ketchup. Oh la la, wie fein. Selbstgemachter Ketchup. Wenn ihr das riechen und schmecken könntet, das ist ein Traum. Jetzt noch umgefüllt, kalt gestellt. Und dann haben wir das erste Duschen schon geschafft. Ja, unser Menü mag vielleicht einfach klingen. Ja. Aber es ist ein Mordsaufwand. Das soll schon mal gesagt sein. Ihr gebt euch ja richtig Mühe. Vielleicht reicht es ja für die 30 Punkte. Na, hoffentlich. Vom Brot bis zum Ketchup. Alles selbst gemacht. Tim, ich merke, du bist ein bisschen nervös. Angespannt. Ob das alles so passt, weil wir es, wie gesagt, alles so in der Art noch nie gemacht haben. Ich habe noch nie Ketchup gemacht, ich habe noch nie Mayonnaise gemacht, ich habe noch nie Toastbrot gebacken. Mhm. Wenn das dann alles heute Abend so klappt, dann fällt mir wahrscheinlich ein großer Stein vom Herzen. Aber bis dahin bleibe ich angespannt. Okay. Ihr habt ja eure Community bei Instagram nach Rezeptideen gefragt. War da dieses Menü dabei? Also nee, die Vorspeise jetzt nicht, aber Sandwiches, wären sie sehr enttäuscht, wenn wir es nicht machen würden. Wir müssen Sandwiches machen. Das können wir bis zur Perfektionalität. Weil wir so sicher sind. Wir machen Live-Cooking. Ihr könnt euch gerne alle hier reinsetzen, wir können das gerne hier machen. Wir machen Live-Cooking. Eine Stunde später. Hallo. Hallo. Ja? Darf ich nochmal euren Agavendicksaft? Ah, ja. Ich dachte, wir hätten welchen. Ja, Tim war vorhin. Ich das Ganze mitnehmen, wenn ihr das macht. Aber gut, dass ihr das habt. Und noch eine Frage. Ja. Falsches Rezept. War irgendwie Liquid Smoke oder so. Ja, sowas haben wir auch. Ja. Oh mein Gott. Ihr habt alles. Ja, komisch, oder? Ja. Alle? David hat schon gesagt, ich fühle mich wie meine Oma. Ja. Wenn immer irgendjemand kommt, bei meiner Oma, Oma, so das geht immer alles. Oma und alles. Jetzt, wenn immer irgendjemand krass kommt, dann haben wir eigentlich fast immer alles. Oh mein Gott. Eine Dreiviertelstunde später. Hallo, ich mal wieder. Wir sind hier ganz schön am Ölen. Seid ihr jetzt in Zeitstress oder was? Ja, wir haben ja auch nur zwei Herdplatten, ne? So, hier sind jetzt werden Wedges gemacht. Hier hinten ist das Toastbrot. Dank einer lieben Followerin, die geschrieben hat, wir sollen das mit Backpulver probieren. Probieren wir es jetzt mit Backpulver. Er ist leider nicht richtig auf. Oh! Wird das besser? Der geht auf. Und jetzt. Achso, das ist unser Bacon. Auberginenscheiben. Hier ist die Marinade dazu. Es wird dann gleich angebraten. Das sind die Kartoffelröstis. Die kommen später in den Sandwich Maker. Ja, mehr haben wir auch noch nicht. Den Ketchup habe ich dir ja schon gezeigt. Aber. Stimmt, die Marinade. Noch ein Ass im Ärmel. Selbstgemachte vegane Mayonnaise. Was ich vorher noch nie kannte und aber uns eben bei der Mayonnaise sehr geholfen hat, um das zu binden. Guar-Kernmehl. Das ist nämlich um Dips und Suppen und so zu binden. Ja, ansonsten kommen wir ganz gut voran. Jetzt geht's weiter mit Nachspeise. Super, dann schaue ich später nochmal vorbei, wenn ihr beim Nachtisch seid. Ja, es verzögert sich alles um auf ein bisschen Zeit. Eine Stunde und 15 Minuten später. Hat sich nicht viel getan in der letzten Zeit? Ich bin jetzt gerade dabei, den Bacon zu machen. Guck mal hier. Die Speisekarte, die bekommt ihr gleich in digitaler Form auf der Plattform Instagram. Könnt ihr innerhalb der nächsten Viertelstunde mal gucken. So, wir haben gerade das Menü bekommen von Hannah und Tim. Und wie erwartet, it's in Sandwich Time! Oh! Welche Überraschung! Was eine Überraschung! Nein, aber geil! Wie ihr wisst, lieben wir Sandwiches. Also freut euch auf leckere Kreationen aus dem Sandwichmaker von Herzhaft Gesüßt. Wer ist keine geil. Sorge, es wird gar nicht so ungesund, wie ihr vermutet. Oh! Aperitif. Zur Begrüßung servieren wir euch einen cremigen Bananenmilchshake. Yay! Richtig geil. Vorspeise. Das glaube ich, gefällt dem Robin ganz gut. Zur Begrüßung servieren wir euch einen cremigen Bananenmilchshake. Ich hab's vorausgesagt, oder wir alle. Milchshake. Muy bien. Cremigen Bananenmilchshake. Oh, damit haben sie dich. Ja, das. Also, da kann auch. Ich was mit anfangen. Auf jeden Fall. Ich habe nicht aus dem Sandwichmaker. Dann als Vorspeise herzhafte Kartoffel-Zucchini-Waffeln, garniert mit Gurke, Avocado, Salsa Verde und Joghurt. Auch nicht schlecht. Kann ich mir geschmacklich noch nicht ganz vorstellen. Also, kann mir vorstellen, dass es gut schmeckt, aber die Kombination, ich bin richtig gespannt. Ja, die haben natürlich so geile Skills wie ein Sandwicher und ein Waffelmaker, müssen wir noch dazu sagen. Das haben wir natürlich nicht dabei. Hauptspeise.
Club-Sandwich. Mm. Ein Club-Sandwich, habe ich auch gesagt. Der Klassiker unter den Sandwiches servieren wir euch als vegane Variante mit selbstgebackenem Dinkeltoastbrot, belegt mit Auberginen, Bacon und pflanzlichem Käse. Mm-hmm. Dazu gibt es Kartoffelecken mit selbstgemachtem Ketchup und Mayonnaise. Selbstgemachten Ketchup und Mayonnaise. Weil ich das nochmal erwähnt hatte. Tim hat mich nämlich letztens gefragt, ob ich Punkte abziehen würde, wenn die das kaufen würden. Und ich meinte, ja. Und jetzt liest man die Nachspeise vor. Nachspeise, Haferwaffeln mit Überraschungstopping. Was könnte das sein? Auch nicht schlecht. Wussten die da selbst noch nicht, was die für ein Topping machen. Überraschungstopping ist doch cool. Überraschungstopping? Wahrscheinlich wussten sie es noch nicht und haben einfach gesagt, wir gucken mal, was wir kriegen. Nachspeise, Haferwaffeln mit Überraschungstopping. Mit Haferflocken ist Robin eh schon dabei. Also, das haben wir schon gedacht. Aber genau. Es ist halt. Wir haben das alles eigentlich vorher gesagt. Bestimmt macht ihr Sandwiches, aber wenn ihr das macht, feiern wir das richtig. Ja. Geil. Also, wir freuen uns. Ich glaube, Apparativ ist jetzt auch schon kaltgestellt. Wir spielen jetzt noch eine Runde, räumen danach den Van auf. Ja. Und dann wird angestoßen. Wie geil, ey. Ihr seid ja wie in so einer Fernsehsendung. Also, ich würde mal sagen, die Erwartungen, die wir so hatten, die sind also zumindest von der Karte her erfüllt. Weil aber wir haben uns das auch gewünscht, alle, ne? Also, wir haben uns die Sandwiches auch ehrlich gesagt gewünscht und öfters betont, dass wir das cool finden würden. Ja, weil wir wissen, dass Hannah und Tim jetzt nicht die die allermeiste Zeit in der Küche verbringen. Genau, die haben nicht so viel Spaß, wie wir zu kochen. Auch wenn wir jetzt zusammen essen und die kochen, ist es immer super lecker. Ich glaube, sie unterschätzen, wie gut sie sind. Ja, eigentlich. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, sie haben nicht so viel Lust vielleicht. Einfach so viel Zeit, wie wir in der Küche sind. Ja, das glaube ich auch. Und deswegen, glaube ich, sind sie da mit den Sandwiches voll gut dabei. Da treffen sie echt den Nerv. Weil sowas essen wir auch nicht jeden Tag und deswegen ist es ziemlich cool. Boah, das ist geil. Ja, mal schauen. Ja, wir sind gespannt. Also klingt auf jeden Fall richtig gut. Wir freuen uns drauf und richtig, richtig gutes und authentisches Menü. Ja. Werden die beiden, glaube ich, richtig gut hinkriegen. Das denke ich auch. Ja. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ich mich auch. Auch schon auf den Aperitif. Geil. Ja, ich habe auch schon so Hunger. Okay, ich hoffe, es geht bald los mit dem Essen, weil so langsam, wenn ich das so lese, kriege ich Hunger. Ja. Dann sehen wir uns dann gleich in Anton wieder. Okay, let's go to America. Here's das Menü für alle, die sich ein Screenshot machen wollen. Hallo. Hey. Der erste Gast ist da. Oh. Welcome. Rock and roll. Also ihr seid begeistert? Erster Eindruck? Sehr, sehr schön. Voll authentisch. Auch, sehr authentisch. Auch der Gastgeber hat sich passend gekleidet. Das finde ich toll. Also, letztendlich passiert heute Abend alles hier. Wow. Das ist ja so Live-Cooking-mäßig. Den gehören die? Gerne zu mir. Wie schön, wie gesagt. Das ist ein Tellerglas, das haben wir jetzt leer gemacht. Was sagst du? Sehr lecker. Ich bin sehr darauf gefreut. Ich will heute nichts anderes hören, außer sehr lecker. Tim, eine Frage. Wie sehr hast du dir heute eine Spülmaschine gewünscht? Gar nicht. Ich habe abgewaschen. Obwohl ich ein Tattoo habe. Oh nein! Nur für die 10 Punkte. Oh. Krass. Das ist ja amerikanisch. Da gibt es nur Plastik und Pappe. Da kannst du alles in den Tonnen schmeißen. Vorsicht, ich hab's gut. Cheers! Cheers. Richtig amerikisch. Bex. Super amerikisch. 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 Aus Bremen. Aber aus deren Heimat. Genau, aus deren Heimat. Zählt trotzdem. Auf jeden Fall. Lecker. So. Also ich bin sehr gespannt, wie die das mit den Sandwiches machen.
Denn ein Sandwich-Maker macht ein Sandwich. 8 Personen. Ob das Essen warm serviert wird, wir bezweifeln. Das sollte ich auch mal machen. Mache ich mit 2 Euro und jeder will 2 Euro aufnehmen und dann klebe ich den Test auf den Boden. Richtig geile Idee. Kann er nicht auch immer so gemacht? Nee, das war mein Opa. Das war Opa Willi. 1300 weiter geht's. Weiter geht's. Leute, was ist los? 200. Was guckt ihr da so auf die Batterie? Wir gucken gerade mal, was er so zieht. Er zieht gerade minus 57 Ampere-Stunden. Wenn wir den so 4 Stunden laufen lassen. Wenn wir 4 Stunden laufen lassen, sind wir pleite. Habt ihr keinen? 4 Stunden? Ja, war die nicht voll? 250. Ja, dann reicht das doch sogar. Ja. Ja, das wär's schon. Ja, also es ist, ja, schauen wir mal, ob das 1000. Die Batterie? 83%. Das heißt, pro Sandwich 3%. Die Nachspeise ist doch auch nochmal damit, oder? Dann bist du halt komplett. Vorsicht, Melonen. Den darf man nicht übersehen. Der sieht nämlich fast aus wie der Teppich. Hunger! Hunger! Warum der lacht vor Verzweiflung? Das funktioniert bitte, Raphael. Der Strom. Und läuft? Ja. Super. Muy bien. Das ist halt müde, dass wir in so einer Stressung sind. Ja, darauf haben wir uns gut aus. Wow! Das ist, dann lege ich mal die Würfel bei mir hin, damit das sind, wir wissen. Genau, Hoppe. Das sind Hoppe. Ich wollte noch mal gucken. Wir sind Werder Bremen. Lebensstolz. Ah, deswegen so viel Grün. Ja. Und Weiß. Oh, das sieht richtig gut aus. Der kritische Part. Ob da auch alles drauf ist. Alles da ist. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Reibeplätzchen. Ja. Danke für die Einladung, ihr Lieben. Das lässt sich doch mit der Tag noch nicht zu. Stressig! Nee, der Typ fährt gleich fix und fertig ins Bett. Das wird eine Erinnerung fürs Leben. Ja, das ist das ja. Letzte. Ja. So spektakuläre gemeinsame ja. 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 Guck mal, wie schön. Ach, aber schön, sich einmal zu fühlen, als würde man Gastronomen sein. Oh, ich bin ja voll krossen. Hey. Wow. Werde. Boah, geil. Lecker. Hey, Wilma, was machst du da? Alles vom Reibekuchen, ne? Boah, lecker. Ja, wegen den Kartoffeln. Bis Pesto auf jeden Fall schon. Wow. Wow, wie habt ihr das gemacht? Was ist das für ein Pesto? Pesto Verde. Aus? Mit Basilikum? Rucola. Rucola. Schmeckt man die leicht bittere Rucola-Note. Sehr lecker. Voll lecker. Geil. Wow. Mega geil. Bitte. Alle hinsetzen. Alle hinsetzen. Macht, was er sagt, sonst schubst er euch. Ist da noch Platz für Nachtisch? Ja. Außer Maja. Bei mir sind überall Gurken drin. Eis habt ihr jetzt. Das ist Eis. Habt ihr Eis selbst gemacht? Das Nein, Matcha? Das ist doch das, das Eis doch von. Eis. Ja, wart ihr heute noch in El Cotillo? Nee, in Corralejo. Sag mal, ist das Pistazien-Eis? Ihr seid doch jetzt nicht noch in Corralejo. Oh, die haben bestimmt damals oben noch ein Eis geholt. Deswegen waren die so lange weg. Wenn das der Fall sein sollte, richtig krass. Was? Habt ihr da schon vom Pistazien-Eis geholt? Ne, ist Black Hawaii. Ja, Black Hawaii! Black Hawaii! Ernsthaft einmal komplett in den Norden gefahren dafür. Heute machen wir alles. Ja, nicht gestern.
Das haben die letztes Mal wahrscheinlich schon geholt. Ah. Ah. Durchdacht. Die haben schon mitgedacht. Aber dann tun die so. Dann tun die so. Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Die Nachspeise war das einzige, was stand. Hey, wie geil. Oh, die sind ja geil, ey. Ich dachte das erst, das wäre... Also, ich mag eigentlich keine Pistazie. Mehr Spaß. Lecker Weiß. Ich esse nur das Eis. Geil. Lecker das ist gar nicht meins. Ich esse Eis. Upsi, hier ist ein bisschen viel Kokosbrot von mir. Ja, kein Problem. Ich nehme extra viel Eis. Wir haben extra viel Eis drauf. Wenn da extra viel Eis drauf ist, nehme ich auch. Der Schnee. Robin, magst du beide Sorten? Was ist das? Ja. Was ist denn nochmal das, dieses... Pistazien und Black Eyes. Pistazien und dieses Lecker Weiß. Lecker Weiß habe ich nie... Lecker Weiß. Nicht Black Hawaii. Das schmeckt ein bisschen wie... Lecker Weiß. Ja, echt, okay. Ey. Kannst du nicht mal richtig... Ja, das denke ich mir so... Was könnte ich denn Lecker Weiß? Hunger, Dost. Wenn wir nichts kriegen, Das ist, so wie wenn Wilma bellt. Das geht so richtig rein, das geht so richtig ins Ohr hinein. Das ist immer noch voll, das hat weh. Das geht so richtig auf die Knochen. Wow. Wie froh seid ihr, dass es echt vorbei ist? Nicht so. Lecker. Hör mir auf. Einfach Lecker Weiß und Pistazien. Geil. Wart ihr euch da gleich einig, welche Eissorten es sein sollen? Deswegen war es jetzt das Ausverkauf. Danach waren wir nicht mehr. Weil hätte ja sein können, dass die... Oh, Luna! Mai hat mich geschubst! Alles schwarz. Dein ganzer Mund ist schwarz. Deine Hände sind schwarz. Ich hab auch Lecker Weiß auf der Hose. Super. Jetzt gibt's Nachschub. Ja. Yeah. Oh nee, jetzt sind die schwarz. Oh ja, ich mach meinen Teller auch nochmal ein bisschen sauber. Ich nicht. Ich hab noch kein perfektes Dinner gesehen, bei dem sie die Teller ablecken. Teller ablecken? Alle einmal Teller ablecken. Wir wollen doch gar nicht. Ihr leckt jetzt eure Teller ab. Ich will das nicht. Ja, leckt gefälligst den Teller ab. Und jetzt geht's an die Punktevergabe und wir sehen uns dann morgen bei der Siegerehrung. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und unseren amerikanischen Abend mitgemacht habt. Danke für die Einladung. Sehr lecker. Hat es schon wieder geregnet? Die nervigen Gäste gehen. Die lassen eine Geburtstagsparty, wenn die endlich mal abhauen. Ist so. Eigentlich wollen wir schon seit 2 Stunden schlafen. Genau. Ich hab hier so meine Schüchchen. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Spaß beim Aufräumen, es war super lecker. So, jetzt kommt mal das Fernsehen zum letzten Mal. Ich blicke in 2 müde, aber glückliche Gesichter. Sehr kaputt. Sehr kaputt. Es kommt nur selten vor, dass ich mit meinem Feierabendbier genehme, aber heute muss es sein. Wie geht's euch beiden? Wie fühlt ihr euch? Erleichtert. Ja. Erleichtert, dass es alles so gut gelaufen ist. Aber auch. Froh, dass wir es hinter uns haben. Ja. Wir werden noch kein zweites Mal mitmachen. Doch. Ein perfektes Frühstück. Ja. Tim sagt doch sowas nicht. Ja, aber für 8 Leute ist es auch schon heftig. Ja. Das hat echt Spaß gemacht bis heute halt. Bis wir dran sind, ja. Ja, man kann das dann irgendwie nicht so richtig genießen, ne? Ja. Aber ich fand's schön, dass es hier im Van war, dass wir die ganze Zeit dabei waren. Ja, Bombenstimmung. Ja, das war cool. Ja. Live-Cooking, beziehungsweise Live-Brating im Sandwich-Maker. Das war cool. Hm. Und jetzt werden wir dann noch Bett umbauen und einfach nur noch schlafen. Wir haben gerade die Community gefragt und die sagt zwischen 9 und 10 Punkten. Oh. Also wir sind sehr gespannt, was ihr uns gegeben habt. Tschüss! Adios! Wenn die beide sich ihren wohlverdienten Feierabend holen, schauen wir uns die Bewertung an. Ja, das war der letzte Abend. Damit haben wir
das perfekte Van-Dinner abgeschlossen. Unsere Erwartungen wurden übertroffen. Ja, voll. Vor allen Dingen haben sich ja immer, wie gesagt, Tim und Hannah über sich selbst lustig gemacht, dass wir das total versauen werden und die Schlechtesten sind. Aber kann ich leider nicht so wiedergeben. Was hat dir denn gefallen, Nina? Alles. Ich fand's mega. Ja, ich fand's auch. Der Nachtisch war der helle Wahnsinn mit dem Eis. Da haben sie einen rausgehauen. Ist natürlich nicht selbst gemacht, aber das war ja auch nie die Voraussetzung. Nee, das war auch richtig. Die Überraschung war groß, da haben sich alle drüber gefreut. Und die Waffel dazu, die sie ja selbst gemacht haben, die war halt auch richtig gut. Ja, die Waffel war super. Am besten hat mir die Nachspeise gefallen. Die fand ich bombastisch. Mit dem Eis, wow, das haben wir alle nicht erwartet. Das war wirklich eine Überraschung. Das war die Überraschung. Das war richtig cool gemacht auf der Karte. Die haben einen rausgehauen. So viele Sachen, wo ich dachte, das wäre geil. Ich meinte, Club-Sandwich wäre geil, Waffeln wären geil, Eis wäre geil. Da meinte ich halt selbst gemacht, aber es ist natürlich schwer im Van. Gab's alles. Mhm. Ich fand die Mayonnaise und den Ketchup, der Ketchup sehr, sehr gut. Also Nachspeise. Hauptspeise auch. Da muss man sagen, Ketchup und Mayo selbst gemacht. Mhm. Und es war richtig gelungen. Also es war wirklich richtig, richtig gut gelungen. Beides als Ketchup und als Mayo zu erkennen. Ja. Also ist schon cool. Und so lecker. Also Ketchup kaufe ich nie wieder. Wobei, sie haben auch gesagt, dass es sehr aufwendig war, ne? Wir haben sie auch den ganzen Tag nicht gesehen. Beide waren ständig ja, die waren den ganzen Tag beschäftigt. Wow, wir haben da echt etwas Anstrengendes ins Leben gerufen. Aber ich glaube, das war für alle trotzdem ganz cool, sich auch mal selbst zu übertreffen oder selbst zu testen, was sie da eigentlich zaubern können. Und ja. Glaube ich auch. Auf jeden Fall nochmal auch ein großes Dank an Hannah und Tim, dass sie sich die Zeit genommen haben, das mit uns hier gemeinsam, dieses Projekt gemeinsam zu leben. zu machen. Schön, dass ihr dabei wart, würde ich sagen. Ja. Stimmung war heute richtig gut. Ja, die war sehr ausgelassen heute. Unsere Vermutung ist, dass es daran liegt, dass wir anderen alle schon durch waren. Oh! Hoppala. Dass wir anderen alle schon durch waren und deswegen schon eine Last von den Schultern gefallen ist. Ja, und dann natürlich im Van hinten in der Ecke. Es hat so ein bisschen, ich weiß nicht, Kneipenatmosphäre. Alle so dicht beieinander um einen runden Tisch oder eckigen Tisch. Ja. Das war richtig gut. Natürlich ein ganz, ganz großes Minus ist, dass da sehr, sehr lange Pausen da waren, sodass wir die Nachspeise erst um 23 Uhr. Das lag aber daran, dass ich ja noch tätowiert habe. Aber wir haben den Abend eigentlich um 7:30 gestartet und trotzdem. Aber es ist auch schön, dann saßen wir halt echt schön lange zusammen. Ja, klarer Minuspunkt. Ich habe einen einzigen Kritikpunkt am Essen oder insgesamt am Abend. Und das war, ich fand das Brot von den Sandwiches in der Hauptspeise ein bisschen zu dominant. Also es war halt sehr. Es war sehr schwer, sehr ne? Schwer, ja. Und man hat den Rest dadurch nicht so rausschmecken können. Also es war wunderschön. Das ganze Projekt war toll. Aber jetzt sind wir noch bei diesem Abend, um den zu werden. Genau, also 1, 2, 3. 10 Punkte! War ein richtig guter Abschluss. Richtig, richtig guter Abschluss. Wir wurden nicht enttäuscht. Also Hannah und Tim haben ja die ganze Zeit versucht, die Erwartungen runterzuschrauben. Ja, wir können gar nicht, wie sollen wir da noch gewinnen? Genau, und dafür haben sie heute echt was rausgehauen. Ja, aber ich fand alles super lecker. Ja, war echt alles super geil. Ich habe die Auberginen in diesem Rauch, also diese Aubergines Bacon. Das war der Hammer. Es war mega, mega lecker. Und deswegen können wir hier auch nur, wie bei allen anderen vorher, wir zeigen beide eine Hand, eine Punktzahl geben, addiert mit beiden Händen. Und zwar geben wir 10 Punkte für Hannah und Tim für diese absolut geile Leistung. Vielen Dank. Ja, wir sind gespannt, wer morgen dann gewinnt bei der Siegerehrung. Es war so lecker, jeder hat sich irgendwie was richtig Gutes überlegt. Und wir sind erstaunt, was alle so zaubern konnten in ihrer kleinen Küche. Und deswegen bekommen auch Hannah und Tim von uns wohlverdiente 9 Punkte. Danke für den schönen Abend. Ja, danke für alle Abende. Ja, alle drei, danke für danke an David, der diese tolle Idee hatte, das so umzusetzen.
Richtig ja, schön. Für das viele Schneiden, was jetzt noch auf dich zukommt. Also, tschüssi. So, der gestrige Abend war richtig nice bei Heiner und Tim und wir sind jetzt bei der Punktevergabe und wir haben uns hier extra für die Punktevergabe einen ein Jurymitglied, der das alles notariell beglaubigt, ausgesucht. Das ist Claudius. Und Claudius wird das Ganze für uns überwachen. Und zwar haben wir uns hier ein ausgeklügeltes System überlegt. Jeder nennt die Punkte, die er gegeben hat. Und Claudius rechnet das alles dann schön zusammen. Und wir sitzen draußen. Und dann kommt Claudius und verkündet das Urteil. Sehr schön. Ich bin gespannt, wie ihr euch gegenseitig bewertet. Oh, der nächste bitte. Man sagt, das Abendessen, das kommt jetzt, so in 10 Minuten, 15 Minuten, dann dauert es so eine halbe Stunde. Ihr seid beim nächsten Dinner nicht mehr dabei. Erledigt. Aber auf Kamera, diese Seite hier ausgeschlossen. Wir suchen neue Teilnehmer fürs nächste Jahr. Es sind gerade zwei Plätze frei geworden. Also, wer gerne möchte, bitte bewerbe. Bitte bewerbt euch. Dann noch einmal kurz Minuspunkt für Janis und Maya. Warum? Einfach Gericht schon kochen, was schon mal gegessen wurde. Ey, das wurde nie vorher nicht so irgendwie kommuniziert. Fühlt ihr euch so, als könntet ihr selbst der Sieger sein? Nee. Nee, keiner von euch? Nee, ich nicht. Nachdem ich das gehört habe, auch nicht mehr. Jetzt war ich safe irgendwo. Vorher hätte ich gedacht, ja. Könnte sein, aber jetzt, nachdem ich gehört habe, was alles Punktabzug gibt. Wir haben Zug. Sie an, dann drehst du den Zettel um und dann gucken wir. Ne? Komm, verteil die Zettel, Herr Notar. Oh, ich kann's sehen! Ich kann's auch sehen. Halt's weiter runter. Tiny Tony. Willst du das aufklappen oder steht das auf der Rückseite? Das steht innen drinnen. Nein. Okay, wir gucken schon mal. Eins, zwei, drei. Der mir hier einen Punkt abgezogen hat, der möge sich bitte recht schnell von der Insel entfernen. Ja, dann habt ihr doch nicht so bewertet. Also sollen wir einmal unsere Strategie euch mitteilen? Sollen wir einfach nicht drüber quatschen, aber wollt ihr es echt alle erst? Nee, erzähl. Also wir können auch drüber quatschen. Luna, meine Strategie waren, weil wir euch alle so mögen, geben wir jeden 10 Punkte, damit wir niemanden ausschließen. Oh. Wir haben auch Minuspunkte erwähnt, aber gleichzeitig haben wir es dann auch wieder ausgeglichen, weil die nett sein. Weil trotzdem Pluspunkte waren. Hä? Wir haben keinem weniger als 10 Punkte gegeben, weil wir so froh waren, dass ihr alle dabei seid. Wir haben verloren, wir sind halt aus Westfalen, ne? Also, wir haben die aus westfälische Maximalpunktzahl gegeben, das sind 9 Punkte, weil 10 ist eigentlich nicht erreichbar. Hey, ihr seid voll gemein, wir haben uns doch besprochen, dass man auch so Abzüge gibt. Ja, haben wir ja, aber dann haben wir wieder drauf geredet. Wir hoffen, euch hat das ganze Thema gefallen und ja, schön, dass ihr dabei wart und ich glaube, ja, wir hatten auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ihr auch? Ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank an euch für die tolle Idee. Ja, danke, dass ihr mitgemacht habt. War richtig cool und ja, falls ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal doch gerne und ja, schreibt uns in die Kommentare, welches Gericht ihr zum Beispiel am besten fandet. Dann optisch. Optisch. Ja. Bis nächste Woche. Tschüss. Wir sehen uns in einem Jahr wieder. Luna und ich sind ab heute raus aus dem Video. Schaut doch mal gerne auf unserem Kanal vorbei. Schaut doch mal gerne auf unserem Kanal vorbei. Die Instagram-Kanäle verlinken wir euch mal.